Viele fragen sich, Wirtschaftskrise, sie lesen es jeden Tag in der Zeitung, die Griechen stecken in einer Schuldenkrise. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was man damit anfangen soll mit diesen Informationen, viele junge Leute. Es ist sehr kompliziert, wenn man nicht gerade Wirtschaft studiert, dann ist es gar nicht so leicht zu verstehen. Ich erkläre es euch jetzt in einem Video ganz kurz, ganz grob vereinfacht und dann erkläre ich es euch in kleinen Videos genauer, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Also ganz grob vereinfacht ist es dadurch entstanden, dass 2008 gab es eine weltweite Bankenkrise. Die Banken haben sich verspekuliert. Die haben das Geld, das die Anleger, also das Menschen ihnen gegeben haben, genommen was auch ihr, und versucht es zu vermehren, was auch ihre Aufgabe ist. Aber sie haben es sehr riskant vermehrt, sehr riskant. Sie haben allen Menschen in den USA zum Beispiel, haben die Banken den Menschen unheimlich zu niedrigen Zinsen Kredite gegeben, um Immobilien zu bauen, ohne zu prüfen, ob diese Menschen überhaupt zahlungsfähig sind. Sie haben allen Menschen unheimlich günstige Kredite gegeben, aus Habgier. Und dann waren diese Menschen überhaupt nicht zahlungsfähig, die Banken haben sich verschuldet, dann haben die Banken aber zum amerikanischen Staat in den USA gesagt, ja, wir sind aber systemrelevant, ihr müsst uns retten. Wir haben nämlich auch in Krankenkassen investiert, in systemrelevante Unternehmen an der Börse. Wenn wir zusammenbrechen, dann bricht das ganze System zusammen. Dann haben die amerikanischen Notenbanken Geld gedruckt, die Banken gerettet, haben unheimlich viel Geld den Banken gegeben, dass sie spekuliert hatten, damit die Banken überleben können. Und das Gleiche hat man dann auch in Europa gemacht. Da natürlich aber, also da hat dann quasi der Staat, also die amerikanische Notenbank, hat Geld genommen. Von der amerikanischen Notenbank hat der Staat Geld ausgeliehen, also das war eine politische Entscheidung, man hat Geld geliehen von der Notenbank. Aber es gab sehr günstige Kredite, weil die Amerikaner unheimlich ihre eigenen Ratingagenturen haben, die wirtschaftliche Lage beschlossen, begutachtet und haben gesagt, es ist eine sehr gute wirtschaftliche Lage, man kann sehr günstige, also es gibt ein AAA, wie das heißt, eine sehr gute Bewertung, eine sehr gute Note, eine sehr gute Schulnote kriegt ihr, ihr bekommt sehr günstige Kredite. Dann hat der Staat bei der Bank, bei der Notenbank, bei der Zentralbank, was das ist, erkläre ich dann auch noch später, eine Zentralbank, eine Notenbank, wie man sie auch nennt, haben sie sehr günstig Kredite geliehen und haben dann unheimlich viel Geld in die Wirtschaft gepumpt, unheimlich viel Geld in die Banken gepumpt und so konnten die sich eben sehr schnell aus der Krise wiederholen. Die Europäische Zentralbank hat das auch gemacht, allerdings ist ja Griechenland nicht, Europa nicht ein Staat, sondern besteht eben aus vielen Staaten. Und jeder Staat hat eine unterschiedliche Bewertung, eine unterschiedliche Note bekommen, um eben Kredite also wenn die Staaten Kredite aufnehmen wollten für ihre Bankenrettung, dann haben sie unterschiedliche Konditionen gekriegt. Sie haben nicht alle, wie die Amerikaner, eine sehr gute Bewertung bekommen von diesen Ratingagenturen, was das ist, erkläre ich euch auch noch, sondern unterschiedliche Bewertungen, also weil sie ja unterschiedliche Wirtschaftsleistungen auch haben. Deutschland hat zum Beispiel war auch komplett in der Schuldenkrise versunken. Man hat dann aber sehr günstig der Staat einen Kredit aufnehmen können, Milliardenkredit, und hat sehr günstige Zinsen bekommen, weil eben die Wirtschaft von der amerikanischen Ratingagentur sehr gut bewertet wurde, konnte man dann eben sehr günstige Kredite erholen und hat es dann innerhalb von kurzer Zeit, konnte sich Deutschland wieder erholen aus dieser Krise. Italien, Spanien und Griechenland allerdings haben eine sehr, sehr schlechte Bewertung bekommen, vergleichsweise mit Entwicklungsländern, sehr schlechte Bewertung. Griechenland vor allem, weil es sehr hoch verschuldet war, 100 mal mehr als das Bruttoinlandsprodukt, 100% im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, über 100%, aber eben auch, es hat einen Importüberschuss, also es hat mehr importiert als exportiert. Also es hat mehr gekauft, als es verkauft hat, international. Ist ja auch klar, weil Deutschland ist ja Exportmeister in Europa. Deutschland Export ist dann unheimlich exportstark. Im europäischen Binnenmarkt bedeutet es, dass wenn ein
Land stark ist, müssen die anderen schwach sein. Wenn ein Land verkauft viel, müssen die anderen Leute viel kaufen, anderen Länder. Das heißt, Griechenland hat sehr viel gekauft im Ausland. Griechenland ist ein Agrarstaat, produziert nicht sehr viel. Und das war eben auch ein negativer Punkt. Und so hat Griechenland zwar auch Kredite bekommen, aber zu unheimlich hohen, hätte es zu sehr hohen, teuren Konditionen bekommen, hätte unheimlich viel Zinsen zahlen müssen. Dann hat man es so gemacht, man hat einen Rettungsschirm gemacht. Man hat gesagt, die wirtschaftlich starken Länder, die günstig an Kredite kommen, die sollen Geld ausleihen von der Europäischen Zentralbank und das Geld dann den Griechen geben. Dann hat Deutschland, für 2% hat man dann Schulden, zu 2% Zinsen hat man dann Kredite aufgenommen und die zu 4% den Griechen verkauft, die Kredite. Also Griechen müssen Deutschland 4% geben und die Deutschen müssen der Europäischen Zentralbank 2% geben. So, zu so schlechten Konditionen hat Griechenland dann Kredite bekommen und konnte, das Problem war, die konnten die Zinsen nicht mehr zahlen. Nicht die Summe abzahlen, sondern konnten irgendwann die Zinsen nicht mehr abzahlen, weil man eine massive Sparpolitik betrieben hat. Es gibt immer zwei Möglichkeiten aus der Krise. Einmal investieren, so wie man es in Deutschland gemacht hat, Geld in die Wirtschaft pumpen und einmal sparen. Beide Wege können aus der Krise helfen. Ist klar, wenn jemand kein Geld hat, kann er entweder arbeiten, Geld machen. Dazu muss man investieren. Zum Beispiel jemand kauft sich eine Firma und produziert dann irgendwas oder er spart ganz eisern, gibt nichts mehr aus. In beiden Wegen kann er sich dann was ansammeln, ansparen. Im Falle Griechenland hat die Sparpolitik aber nicht gebracht. Die Wirtschaft ist komplett zerbrochen, immer schwächer geworden. Die Menschen konnten immer weniger haben immer weniger Wirtschaftsleistung gehabt, immer weniger Bruttoinlandsprodukt, konnten immer weniger Zinsen abzahlen. Irgendwann konnten die Zinsen überhaupt nicht mehr zahlen. Da war Griechenland zahlungsfähig. Da musste man den nächsten Milliardenkredit aufnehmen. Und so ist Griechenland immer mehr in eine Abhängigkeit gekommen, aus der sie nicht mehr rauskommt. Und die deutsche Regierung die europäische Regierung führt diese Sparpolitik weiter fort. Und es scheint kein Ende zu nehmen. Wie diese Sparpolitik dann ausgeführt wird, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen Troika. Also Troika, das sind die drei, das ist die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission. Und diese drei machen jetzt Politik in Griechenland und entscheiden, wie Griechenland aus der Krise raus soll. Griechenland hat also ein Stück weit die nationale Souveränität verloren und wird jetzt von der Troika eben auf finanzieller Sicht regiert. Und ja, das war es eigentlich. Das jetzt mal ganz grob und vereinfacht erklärt. Ich habe da vielleicht auch ein paar wertende Sachen gesagt. Aber wichtig ist, dass ihr euch meine eigene Meinung hört, dass ihr noch andere Videos dazu vielleicht anschaut. Soweit aber meine Meinung. Und ja, ich werde noch ein paar andere kleinere Videos machen, in denen ich das ein bisschen genauer erkläre. Das war jetzt nur ein sehr grober Überblick. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt ein bisschen was verstanden. Viel Spaß mit dem nächsten Video wünsche ich euch und schönen Abend.